Diddle-dum-dum-dum. Oh Gott. You be lame. Oh Gott. Oh Gott. So. Was wollte ich machen? Pokédex. Entspannt Pokédex. Warum ist das so eine lange Schwarzblende? Ich hab meine Switch gerade. Massive Aufläufe. So, online stellen. Weißt du nicht warum? Wir machen es einfach mal. Hallo? Lässt du dich online? Hast du einen unbezahlten Mod-Job? Unbezahlt ist immer gut, ne? Meine Füße sind nass. Wow, das ist schon gemein. Ich habe dieses kleine arme Viech in diesen Mini-Pool reingesetzt. Das ist eigentlich echt gemein. Ist es überhaupt komplett bedeckt? Nee, das kann gar nicht abtauchen da drin. Ja, ich weiß, hier war ich Dave einfach nicht. Du bist einfach zu oft weg. So. Nee. Pokédex. So, wir gehen das der Reihe nach mal wirklich durch. So. Oh, die Starter. Habe ich schon mal nicht. Warum zum Fick habe ich keinen Hubbelupf? Okay, Hubbelupf. Oh Gott. Ich werde jetzt ganz viel einfach nur entwickeln. Das wird jetzt ein bisschen langweilig für euch, glaube ich. Schon mal an die Lines-Verlängerung gedacht, um Dave zufrieden stellen zu können. Wie, was? Habe ich doch bestimmt unter Pflanze eingeordnet, oder? Ja, es ist Level 5. Aber ich habe einen Jump-Lauf. Ja, warte. Ich hab da einen Plan. Immerhin das jetzt. Pack dich dahin, dich dahin. Oh Gott. Das wird jetzt lustig. Ich müsste mich da auch mal hinhocken und meine ganzen. Actually, wir machen das so. So, aber dann mache ich nämlich einfach nebenbei so BP-Kram und entwickel. Oh Gott, so. Apropos BP. Mag jemand mitkommen BP farmen? Nebenbei. Während ich einfach nur Pokémon entwickle. So, jetzt gehen wir weiter. Ihr seid wahrscheinlich versionsspezifisch. Euch gibt's hier nicht, nehme ich an. Habitat? Na, mal, euch gibt's hier. Wird oft in Höhlen gesichtet. Ah, jetzt muss ich da so noch handen gehen hier, oder was? Scheiße. Da will ich das nicht. Du entwickelst dich, ne? Zumindest bin ich der Starter in-game. Zumindest bin ich in-game sexy. Weiß ja nicht, wie du, ich hab vergessen, was ich suche. Ich weiß gerade leider nicht, wo wir den Pummel suchen. Käfer. Ich hab instant vergessen, was ich gesucht hab. Sogar K-Käfer. Die Box ist ja voll, also schlecht. Level 9, großartig. Das könnte dauern. Oh Gott. Micro. Das ist toll, dass ich dauernd die erste und die dritte Stufe habe, aber die Mittelstufen immer nicht. Wie schafft man sowas? Ja, da hier wie genauso. Eieiei. In welchem VIP geht's gerade? Bei Herbst hier oder wo? Amelin zu Boyelin. Das ist eine Levelentwicklung, oder?
Was ist die? Alles bräuchte eigentlich mittlerweile ein doppeltes. Oh, Level 21, das passt. Ich wohne unter dem Dach. Dave hockt im Keller. Was? Ja. Das ist wichtig. Der Keller ist halt schön. Mach, das will ich nicht machen. Gilia zu Gardevoir. Das ist ein normales Level-Up, ne? Ja, such mal Kirlia. Vielleicht das in Psycho oder Fairy gepackt. Wahrscheinlich Psycho. Kirlia da. Nein, hallo. 28, das ist sogar nicht viel. So. Passt. Ich rede über dumme Furry R34-Stuff, was? Ich komme ja wirklich nicht hinterher im Kontext. Me forget the rule number. Rule 1. So. Und was suche ich? Magnus schießt mich tot. So, ist sie und denn da? Nee, ne? Oder irgendjemand anders, der BP machen möchte. Schade. Rule 38. Es gibt eine ganze Liste. Guck da mal. Also wirklich, das ist eine ausgeschriebene Liste. Mit einem großen Blank Space mit Regeln, über die man nicht spricht. Als Gag. Aber es gibt wirklich einige. Ich habe die mal durchgelesen. Die sind schon nicht unlustig geschrieben. So, was mache ich jetzt? Am intelligentesten eigentlich. Nee, nee. Oh, Dave, vielleicht noch irgendwann mal die Steuerung von dem Spiel. So. Ja, möchte ich. Um 63 ist für jeden Charakter eines Geschlechts, gibt es eine Version des gegenteiligen Geschlechts. Ja, heutzutage auf jeden Fall. Da ist ein Segel, ja, 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 ja. Bah, Nummern. Absurden Sachen, die nicht existieren. Und Zahlen existieren nicht. So, Elektro, TM herstellen, laufen. TM. Das ist doch Quatsch. Ne. Bip, bip, bip. Was möchtest du? Ich möchte nicht, ich muss. Weil actually... Ja, lass das mal ignorieren sogar. Ich muss nämlich... Ich muss nochmal so. Eigentlich ganz viele Pokémon einfach nur durch diese Quick-Battle-Dinger töten, damit sie mir ihre Sachen droppen. Dadurch kriegen wir Level, Loot. Genau, weil ich zum Beispiel ein Petsleaf fahre. Diese Sachen brauche ich nämlich. Ja, und das machen wir jetzt die ganze Zeit. Möchtest du bitte kämpfen? Es gibt anonym auch in weiblich. Es gibt anonym bestimmt auch in witzig. Warum kriegt ihr so wenig EP? Also nicht anteilig vom Level. Naja. Boah, Burn! Ja, kann ich ab und zu auch mal. Ich bin ja kein Charakter, ehrlich. Ich bin eine Person. Eine anonyme Person. Hallo, möchtest du? Bitte töten. So. Genau, weil diese ganzen hier, das Monozytogel. Diese Items brauche ich. Aus diesen Items kann man nämlich dann, in-game Geld machen. Dieses Geld hilft einem dann beim Hochziehen von Pokémon. Ohne, dass man hier stundenlang grinden muss. Ja. Deswegen, das ist heute unser Programm. Und währenddessen labern wir heute aber ein bisschen. Hätte ich gesagt. Außer jemand kommt und sagt, ja, das soll ich auch mal reinschreiben, ne? Wenn jemand gegen mich battlen will, mache ich das auch gerne. Warte mal, was ist das für ein Ding? Was ist das hier? Möchtest du dem jetzt bitte auf die Fresse hauen? Du stehst ihm gegenüber. So. Kämpfe gegen Viewer. Wenn jemand will, geh raus aufs Maul! Habe ich das Teppich? Ja, habe ich. Komm, Dave. Ich battle gegen dich. Am Ende des Tages, das meiste Geld hat, gewinnt.
Guck mich mal an, wie zerlumpt und fällig ich ausschau. Mir geben die Leute eher was. Die denken sich, oh, der hat aber nötig. Ich glaube, alles wäre besser als die aktuelle Lage in Deutschland. Moment, was? Kontext? Habe ich eine Nachricht zu überlesen. Wenn ich jemals konstant witzig bin, dann bricht das auch ein Zeitkontinuum zusammen. Also so. Ach, deswegen ist alles so furchtbar, wie es ist. Das ist alles, weil es schon bröckelt. Ah. Alles anonyms Schuld. Konstant unlustig sein ist viel besser und einfacher. Also, ich kann das. Guckt mich an, ich mache das jetzt seit 6 Jahren. Nee, stimmt nicht. Aufpassen, dass du nicht aus Versehen doch wen zum Lachen bringst. Verdammt harter Job. Einfach Politiker werden. Da lacht keiner. Obwohl du nur komischen Witzkram erzählst. Warum entwickelt sich denn hier noch keiner? Das ist fast schlimm. Ich gucke gerade nebenbei, ob ich vielleicht doch mal Glück haben sollte und einen Shiny finden sollte. Wahrscheinlich aber nicht. Stopp, stopp, stopp. Was? Stopp, stopp, stopp. Ist alles so furchtbar, weil ich manchmal witzig bin. Mit jedem guten Witz bricht eine Sache mehr zusammen. Unsere Politiker erzählen keine Witze. Sie sind nur Witzfiguren. Ja, nicht alle. Nicht alle. Es gibt ein paar, die sind fake. Kann sein, dass sie sich dadurch nicht entwickeln. Was müsste sich doch längst entwickelt haben, oder? Jetzt kann ich antworten. Ich kann mich an keine animierte Emote-Idee erinnern, die wir beide gleichzeitig hatten. Wir waren sogar im Voice. Milchi. Die UNO-Reverse-Karte. Sag mal. Der Kerl hört sich selber vor allem nicht zu, weil sein Satz ja der ausschlaggebende Punkt war. Du meinst was von animiert? Ja! Wir hatten doch beide dieselbe Idee, wie man das animieren könnte. Du hattest sie und bevor du deinen Satz gesprochen hast, hatte ich die Idee auch. Und du meintest dann, als ich dir das gesagt habe, ja, genau. Unsere Idee war doch static. Nein, animiert. Hä? Static wäre ja viel zu klein. Ihr habt ja auch eine Uno-Reverse. Ich mag an der Uno-Reverse sehr, dass sie bunt ist. Boah, sieht das geil aus. Ich glaube, die entwickeln sich durch dieses Battle-System nicht. Kann das sein? Hat da jemand Infos zu? Man kann nur leveln, aber irgendwie nicht. Also Hobbs Bros müsste sich doch... Wann entwickelt sich Hobbs Bros? Moment. Also 22, das müsste sich doch schon entwickelt haben, komm. Ja, Level 18. Die entwickeln sich so nicht. Oh Gott, why? Oh, das ist ja richtig toll. Das heißt, ich muss die alle auf ein Level bringen, wo ich weiß, so, da entwickeln sie sich. Und dann noch mit Bonbons oder Sonderbonbons das letzte Level machen, das dann die Entwicklung auf ist. Oh, ist das dumm. Politiker ist easy aufgrund der aktuellen Entwicklung. Die ganz anders ist, als wir gesagt hatten, müssen wir das, was wir auch vorher tun wollten, jetzt das Recht machen. Ha? Ich glaube, ich habe da übrigens schon den Comicstrip dazu gezeichnet. Wenn ich Milchi Ideen für Emotes schicke, speziell zu animierten, dann zeichne ich das so als Comicstrip mit so 6 Panels. Wie das im Endeffekt, wie ich mir vorstelle, dass es abzulaufen hat. Warte, ich zeig's euch einfach on stream. Das battelt ja jetzt hier automatisch, ich muss da nicht allzu viel machen. So, einmal neues Bild. Bild 2. Ne, wir haben anscheinend eine Datei für Bild. Was ist Bild? Oh, das ist das. Ja, nee. Das existiert nicht mehr. So. Eigenschaften. Nee. Da habe ich euch den gespoilt. Nenn ich Tools. Moment. Jetzt doof.
eine große Gruppe rein. Hier Twitch, Emotes, Entwürfe, Vorordner, Symbole. Ah ja. Dann seht ihr mal, was Milchi von mir als Datei kriegt, wenn ich eine Emote-Idee habe. Der kriegt dann was, was so aussieht. Und ja, das sind meine Paint Skills. Sowas kriegt Milchi dann. Und daraus macht er diese animierten Emotes, die er kennt. Reicht doch, ja. Meine Vision ist klar gezeigt. Und dann darf der Künstler seinem Werk nachgehen. Und es ist im Endeffekt so gedacht, so der Lachs steht da, guckt dann schelmisch, zieht die Uno Reverse und hält sie dir so hin. Das ist mein Gedanke. Dass eben durch dieses Ranzoom der Uno Reverse oder durch das Ranzoom generell, dass man sie besser sieht. So nach dem Motto, you activated my trap card. Bam! Ungefähr so ist der Gedanke. Deswegen dann dieses schelmische Lachen noch dabei. So. Und jetzt ganz schnell weg damit. Da muss keiner sehen, diese Kunst. Weil ich habe einfach für mich gemerkt, es funktioniert besser, wenn ich das in so einem Comicstrip einfach auch einfach ganz schlecht zeichne. Da kann ich es Milchi 10-mal besser erklären, wie ich mir das vorstelle, als wenn ich ihm dann einen halben Roman hinsetze mit dann passiert das und dann und dieses Detail und so. Ich schreibe halt dann noch 2-3 Zeilen dazu und noch was genauer rauszukristallisieren, wie ich mir das denke. Aber das ist das Schöne, das reicht vollkommen. Also höchstens eine Revision gab es bei allen Emotes. Hatten wir mal den Fall, dass wir jetzt von einem Emote 2 Revisionen brauchten, bis es mir gefallen hat? Ich glaube nicht, ne? Bei Michi halt einfach, er sieht, okay, Dave will das, dann kriegt er das. Dann macht er das und Dave ist zufrieden. Vielleicht noch irgendwie so ein Mini-Detail, was ich dann noch geändert haben will, aber in der Regel, glaube ich, war. Ich glaube, die Hälfte war instant fertig. Also, habe ich gesagt, instant. Genau so passt. Und bei den anderen war es irgendwie noch ein kleines Detail. So, jetzt entwickeln wir den Bums mal. Ihr solltet doch im Level jetzt alle hoch genug sein. Ich habe keine Lust nachzugucken. Das wird schon richtig sein. So, wir sortieren das nach Kategorie. So, so ein Bonbon-S, oder? Das reicht doch. Hauptspaß entwickelt sich wunderbar. Lern, was du willst. I don't care. Wenn du dir mal mehr Zeit nimmst, ja, entwickel dich. Ja, richtig Fell. Cool. Wenn du dir mehr Zeit nimmst, scroll die Nachricht weg, dann sieht das schon 100-mal besser aus. Also wie fertige Kit-Drawings. Das ist auch fällig. Okay, mit so einem Pflaum hat die Entwicklungsreihe schon irgendwie was Cutes. Muss ich jetzt doch zugeben. Hubbelupf, das Löwenzahn-Pokémon. Bei Kälte schließt sich seine Blüte, wodurch es keine Photosynthese mehr betreiben kann. Geschieht dies, so fliegt es in wärmere Gefilde. Aber wie fliegt das denn, wenn die Blume zu ist? Ich erkenne einen Widerspruch. Funktioniert irgendwie nicht so ganz. So. Den Pummel. Willigst du dich per Level ab? Gut. Scatterbug, glaube ich, hast du im Englischen, ne? Ich meine, Strategy. Ich bin breit gefächert. Das Ding ist halt, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo ich unsicher bin, mit Grenzen, sind die Wortwürze die sichersten. Aber wenn ich keinerlei Grenzen habe, dann mache ich einen pechschwarzen Humor. Du hast hier relativ viel Freiheiten, aber es gibt schon ein paar Grenzen. Privat bin ich voll bei pechschwarzem Humor. Da kenne ich auch keine Grenzen. Poponcho, das Puderinsekten-Pokémon. Poponcho hat kein festes Zuhause. Es zieht über Wiesen und Berge, wie es ihm gefällt, und sammelt Energie für seine Entwicklung. Ja, wenn man es eilig hat, groß zu werden, dann ja. So chill, das wird nett. Dann lernen das mal. Sarkasmus, Ironie und schwarzer Humor haben halt eine höhere Chance, auf den Schlips zu treten. Das ist wichtig. Genau, total ausreichend, um zu zeigen, was du meinst. Richtig.
Michi meinte mal, er würde sich wünschen, dass jeder das so machen würde. Der fand das total, hat mal gemeint, er fand das total toll. Also ich das erste Mal meinte, kann ich dir das einfach irgendwie als Sketch zeichnen? Also ja, mach nur. Ein Kranewitz. Ich muss immer noch sagen, ich bin ein bisschen angepisst über die Entwicklerei. Kramor, die Endentwicklung ist mega geil. Dieser schwarze Stahlvogel ist einfach cool. Aber ich habe die Entwicklungsseite damals in Gen 8 gefangen, weil der kleine Vogel einfach so schön bunt war. Blau, gelb, schwarz, das fand ich geil. Das war ein geiles Farbschema. Hier war ich dann so, ach ja, schade, dass das gelb weg ist, aber blau-schwarz ist halt auch eine geile Farbkombi. Nehme ich noch. Und als er dann weinschwarz war, gut, ich als jemand, der eigentlich nur schwarz trägt, kann es nicht viel dagegen sagen, ist immer noch geil. Aber ich mochte dieses Farbschema eigentlich. Deswegen hatte ich den in Gen 8 ursprünglich überhaupt im Team, weil ich die Farbkombination so cool fand. Die halt mit jeder Entwicklungsstufe fällt eine Farbe weg. Schade. Kwanowitz, das Krähen-Pokémon. Es ist sehr klug und erlernt mit Leichtigkeit die Handhabung von Werkzeugen, dass es mit einem Schnabel oder mit den Krallen bedienen kann. Raben sind sehr schlaue Tiere, das ist richtig. Das hat man in dem Pokédex-Eintrag sehr gut wiedergegeben. So. 28. Bei dir könnte es auch sein, dass du dich auf 30 erst entwickelst, oder? Nee. Weil du bist nur eine Two-Stage-Evo. Oh, du bist fällig? Ich hätte dich jetzt eher als allglatt empfunden, weil Wasser-Pokémon halt eben damit wie so ein Torpedo im Wasser sich fortbewegen kann. Na gut. Selbst über die mache ich auch gerne. Oh ja, da bin ich auch sehr, sehr gerne dabei. Mich selbst kann ich ohne Probleme in Grund und Boden beleidigen. Beschwert sich keiner. Genau, ja. Warum sollte jemand anders sagen, das finde ich aber nicht okay, dass du dich selbst beleidigst? Ja, über sich kann man halt Witze machen. Man kennt ja seine eigene Grenze oder man weiß ja auch selbst zur Not, dass es ein Spaß ist. Also, wäre witzig. Kann ich mich selbst so beleidigen, dass ich dadurch... Also, kann man sich effektiv wirklich ernsthaft selbst mobben? Also es geht bestimmt. Aber ist das wirklich ein Ding? Gibt es bestimmt einen Fachausdruck dafür. Der Marmelin hat sich zu einem Bojelin entwickelt. Das ist eine Boje. Herzlichen Glückwunsch. Du kannst jetzt im Meer fahren. Ein Bojelin, das Meereswiesel-Pokémon. Man findet es oft in der Nähe von Häfen, wo es Fischern dabei hilft, ihren Fang zu transportieren und Menschen vor dem Ertrinken rettet. Oh, das ist ein richtig cooles Pokémon. Das ist ja ein richtiger Bademeister. Bojelin ist ein Bademeister. Ich habe mal gelesen, in Deutschland gehen die Bademeister aus. Oh. Habe ich es gerade dem Falschen gegeben? Nee, du brauchst ein dickeres. Hast du wieder ein Level abhaben? Danke. Gedankengut. Nee, ist egal. Wickel dich. Ich hätte weniger eine Pflaumentextur gefühlt, als mehr so Richtung Knollentextur. So. Ein Gardevoir. So, welchen Eintrag haben wir? Gardevoir. Das Umarmungs-Pokémon. Steht es mit seinem Trainer in Einklang, bringt es seine größtmöglichen Psychokräfte, auf, um ihn zu beschützen. Ah, hier haben wir den Beschützer-Dex-Eintrag. Wobei, der andere ist auch ein Beschützer-Dex-Eintrag. Da heißt es, um seinen Trainer zu beschützen, erzeugt es sogar schwarze Löcher. Also es kann irgendwie kleine schwarze Löcher erzeugen. Ich suche dir mal ganz fix raus. Gardevoir hat wilde Dex-Einträge. Gardevoir. Ich finde den ganz schnell. So, scrollen, scrollen, scrollen. Dex-Einträge. Ah, hier, der Saphir-Eintrag. Gardevoir kann mit seiner psychokinetischen Energie die Dimensionen verzerren und ein kleines schwarzes Loch erzeugen. Er schützt seinen Trainer selbst unter Einsatz seines eigenen Lebens. Mhm. Das Ding macht ein Kamehameha mit einem schwarzen Loch auf deinen Gegner. Oder wirft sich in die Kugel. Wie auch immer. Tja. Und natürlich ist das auch eines der R34-Pokémon, der klassischen. Surprise bei dem Aussehen. So, actually, ich habe keine Ahnung, wie man Galagladi bekommt. Versuch Zauberschirm zu erlernen. I don't care. Du bist nur für den Dex da. Geh weg. Aber wieder nett, ne? So funktionieren sehr viele psychische Krankheiten. Ja. Aber das, nein, ich meine, dass man sich bewusst selbst da hineindrängt, meine ich. So, hab, hab. So, Wasser.
Was existierst du? So, einmal in Flug. Könnte man nicht auch in Flug fast lassen. Plunge. Käfer. So. Jetzt müssen wir uns die nächsten 5 suchen zum Entwickeln. Und das machen wir heute die ganze Nacht. Das ist übrigens unser Content. Deswegen überlegt euch schon mal ein paar Themen. 3 EP Bonbon L, ne? Das ist nett. Ein Köderball. Einen. Wow! So. Ja. Nee. Tomato. Das ist okay. Tomaten ist ein richtiges Creep-Pokémon. Morgen! Hallo, Captain Dave. Wunderschönen guten Morgen. Ja, mittlerweile. Ansichtssache, ne? Wo ist denn Tomato? Ja, da oben. 5 ist es. Ach du Scheiße. Das könnte dauern. Ah, Nibulax zu Alpollo. Geil. Level 25, das weiß ich. Nein, bleib da. Oder war 25? Ich glaube, die waren alle 25. Nee, aber das Kadabra war 16. Geodag war 25. Ich meine, Alpollo war auch 25. Geist. Gift, Gestein, Geist. Dann Fugil. Ich sehe doch schon, dass da die Mittelform auch wieder fehlt, ne? Ne, du bist die Mittelform. Ich habe kein Lichtel. Wieso habe ich kein Lichtel? Oh nein, diese Münzen müsste ich dann machen. Oh Gott. Ich wollte mal ins Bettchen. Wollte schon vor 30 Minuten offline gehen. Hoppla. Ne, habt ihr danke fürs dabei sein. Klar, wunderbar. Die ganze Nacht. Ui, ich gehe ins Bett. Nein, Lance, hier geblieben. Du arbeitest weiter als Mod. Deine Mod-Tätigkeiten sind hier gefordert. Oh, pick dieses Zwiebs, ey. Das ist ein Design, das hätte man nicht gebraucht. Ein Normal-Pokémon gewesen, ne? Naja. Mam, Wangso. Schon cute. Das ist schon cute. Also. Da müsste ich hunten gehen. Du bist ein Pflanzen-Pokémon, oder? Actually, nicht sicher. Pflanze normal. Normal, das ist auch so ein wildes Typing. Warum hat das. Warum hat es denn normal? Das ist eine Olive. Was ist denn an der Olive normal? Das ist eine relative Südfrucht. Wo bist du denn da? Das sind 7. Da haben wir noch einen Slot frei im Team. Shit. Zö, schlaf gut, Herbst. Wieso, zö? Was passt dir da dann nicht, dass ich ins Bett gehe? Das Herbst wieder ins Bett. Oh, Wolverbock. Da habe ich die Evolution noch gar nicht. Dann machen wir Starlily. Bitte hoffentlich auch in der Flugbox, sonst finde ich dich doch nie. Scheiße. Ich blind? Nee, ne? Oh Gott. Stadobor, fast. Stadalili da. Rönn. Wieso bist du in der Normalbox? Flug-Pokémon. Hä? Und Quatsch. So. Und jetzt gehen wir wieder Pokémon verkloppen. Heute wird einfach nur Pokémon verdroschen. Die ganze Nacht. Mal nichts anderes. Wieso gefordert? Brauchst du wieder einen lustigen Streamtitel? Nee, ich bin halt zufrieden mit meinem. Ne, wenn du selbst Mobbing verstehen willst, hör mir zu. Also. Cool ist ein oberflächliches, simples Beispiel. Es ist nicht simpel, aber man kann das Konzept simpel erklären. Das Imposter-Syndrom. Was nichts mit Among Us zu tun hat, aber wegen dem Namen von der Fanbase sehr verbreitet wurde. Im Endeffekt, es ist der Glaube, nicht gut genug zu sein. Und das Leben, das man lebt, nicht zu verdienen. Je erfolgreicher man ist, desto häufiger wird das.
Ich habe das genau umgekehrt. Also ich sehe auch, ich habe das Leben so nicht verdient, wie ich es habe. Ich sollte eigentlich Multimillionär sein, ja? Wie ist das dann? Deswegen, ich streame ja auch nur, damit ihr mir helfen könnt durch Donations, meinem Traum oder halt meinem Leben, so wie ich mich selbst fühle, Multimillionär zu sein, näher zu kommen. Ich bin einfach im falschen Körper geboren worden. Das ist Größenwahnsinn, Dave. Nein, das ist nicht Größenwahnsinn, das ist die Wahrheit. Und nun erklär nochmal dann den Krüger. Der Gag ist, ich bin ja auch sehr geplagt. Ich habe mehr Diagnosen für irgendwelche psychischen Probleme als Finger. Ich habe mir die aber irgendwann einfach nicht mehr gemerkt und habe mir gedacht, ich bin einfach eine gestörte Sau und ich lebe jetzt damit. Deswegen habe ich jetzt auch 8 Jahre Antidepressiva gefressen. Hey! Moment. Nicht so wichtig. Ich bin jetzt aber wieder mal eine Stunde weg. Ich komme später wieder. Ich muss außer Haus. Es ist 1.20 Uhr, Lenswool. Das ist ein Shiny da oben, ne? Ich hab schon einen Shiny Kleinstein gefunden. Kann ich in die Box gehen oder bist du dann weg? Nicht in die Einstellungen. Mal schon. Hallo, Shiny. Das habe ich aber schon. Mein erstes doppeltes Shiny. Das ist doch kacke. Was soll denn das? Danke. Hallo. Skellycat. Einen wunderschönen guten Abend. Ihr habt gerade ein Shiny verpasst. Tut mir leid. Du möchtest keine neuen Attacken lernen. Wunderschönen guten Abend. Nein, noch jemand will eine Attacke lernen. Hör doch auf. Ihr habt Inside gespielt. Inside. War das nicht eines dieser schwarz-weißen Scary Games? Warte mal. Inside. Ja, genau. Das ist der Side-Scroller. Genau, der auch von demselben Macher ist, wie das mit der Spinne, das ich zu Halloween gespielt habe. Ich wollte gerade Among Us sagen, weil wir gerade kurz Among Us hatten. Ja, habe ich schon mal gesehen. Das ist ein sehr cooles Spiel. Da waren noch mehr Horror Games. Du spielst also Horror Games. Horror Games. Ah, ich bin ja kein Horror Game Fan. Oh. Jetzt. Ach, und dadurch entwickelst du dich dann. Ah. Ich mache heute nämlich in Pokédex-Vervollständigung. So Sachen wie Stavalili hatten mir nämlich noch gefehlt. Unter anderem. Stavavir, Star-Pokémon. Es neigt dazu, sich in großen Schwärmen zu bewegen. Zwischen diesen kommt es zu heftigen Kämpfen. Ah, also Revierkämpfe. Team A gegen Team B quasi. Wenn ich Urlaub habe, kommt das. Was? Wie, noch mehr, oder? Oder das andere, was ich gerade gesagt habe. Mir fällt der Name nicht ein. Aber hi, wie bist du hierher gekommen? Von Horror auf... Ja, okay. Je nachdem, wie man sieht. Von Horror auf Pokémon kommt man eigentlich nur, wenn man sagt, die Grafik, diese technische Leistung, die ich einfach nur... Das ist Horror. Noch mehr Horror. Warum? Nein, jeder soll spielen, was er mag. Sehr, sehr gut. So. Muss ich mir jetzt eine Shiny-Box langsam machen? Ich habe nämlich schon eins davon. Habe ich ein Shiny doppelt? Ach, hier ist die Breed. Lässt sich, pack ich mal da rein. Ich bin ja ein absoluter Schisser. Deswegen gibt's. Hier gibt's erst Horror, wenn ich Twitch-Partner bin, habe ich gesagt. Das ist, glaube ich, wirklich die beste Sache, die ich je machen konnte. Bis ich Twitch-Partner bin, bin ich so alt, dass wenn ich ein Horrorspiel spiele, dass ich nur ein Horrorspiel spielen muss, kriege einen Herzinfarkt und falte rundum. Dann muss ich nie wieder ein anderes spielen. Actually, warte mal. Ist das Tomato auch hier? Warte, nee, warum ist... Achso, Tomato haben wir hier hingepackt. Passt. Dann nehmen wir das so, damit du auch auf Level 100 irgendwann kommst. Ich werde belagert.
Alp. Aber wir hatten schon Horror. Einmal gab es jetzt eben das mit der Spinne da. Mir fällt der Name nicht ein. Limbo? Limbo. Alter, dich raiden wollte, sind off. Ja, ja, aber wie hast du dann mich gefunden? Wurde ich dir vorgeschlagen oder wie kam es? Aber vielen Dank. Ich hab mal Pech, nie droppt mein Reaper Chest Piece. Ja, ja. Das glitscht eh im Boden, ne? Wir haben es erlöst. Okay. Hat aber den gesamten Erschaffungsprozess miterlebt, neigt man dazu, alle Fehler zu sehen. Das lässt das eigene Werk immer für einen selbst schlechter aussehen als für andere. Ah, ist das dieser Dunning-Kruger? War das der? Die Bugs runs away in terror. Bugs gar nicht so, es ist einfach nur, wie es aussieht. Bugs? Mein, ich hatte jetzt, wir hatten gestern einen Spielabsturz. Speaking of Spielabsturz, speichern. Hol weg Spielspaß. Nochmal danke für dein Raid. Hab eine wunderbare gute Nacht dir. So, Spiel speichern. Auch ein Klassiker, frag mich, was? Sag ich mal, oder Mount Stupid? Was? Moment, wo ging es? Das Inkompetenz, das Selbstvertrauen. Inkompetenz steigert das Selbstvertrauen. Ach so. Dass Leute, die im Endeffekt fake sind, mehr zweifeln. Ach, okay. Okay, das ist dann den Krüger. Ah, got it. Ich folge wieder. Nee, Dunning-Kruger habe ich weiter unten erklärt. Der Dunning-Kruger-Effekt beschreibt die Selbstüberschätzung, nicht die Pedanz. Ich kann beides. Wir reden natürlich über den Bug-Type. Ja, ja. Problem ist, durch diese Quick-Battle-Dinger kann Shinies sollten nicht angegriffen werden. Wenn da ein Shiny ist, das ich nicht erkennen sollte als solches, weil ich es einfach nicht, weil es einfach nicht offensichtlich genug ist. Weil sehr viele Shinies sind. Ja. Da ist die Graustufe zum Beispiel eine andere. Bei Kleinstein war es jetzt einfach einfach. Es ist orange statt grau. Das habe ich erkannt. Auch während ich die ganze Zeit in den Chat gucke. Aber anderen, ich glaube, die sollten dadurch nicht bekämpft werden, oder? Mount Stupid. Man, das ist die Stelle, wo man am meisten sich selbst überschätzt, sozusagen. Ah, also der Peak, wo man. Ja, okay. Ja, ja, doch. Ich glaube, ich weiß sogar, was für ein Diagramm du meinst. Das ist der Mount Stupid. Da sitze ich ganz oben. Ich bin wie der weise Gelehrte oben auf dem Berg, den du erklimmen musst, um die Weisheiten zu erfahren. Nur, dass ich dir nur Dummheiten und schlechte Ratschläge geben werde. Besteige den Mount Stupid und Dave erzählt dir etwas, was du nicht tun solltest. Imagine. Frage, die ich mir stelle, wo war ich bei meiner, ich war mal beim Arztstuff war. Ja, aber nicht bei Mount Stupid. Hier, werd mal geheilt. Wieso bist du, ach so, du hast einen Type-Nachteil. Ja, natürlich. Kämpfst gegen Gestein Elektro. Ja, das ist nicht so geil, das Flug. Oh, komm mal, das stimmt. Hm, na gut, aber. Warte mal, irgendwo gibt es Scharniere. Scharniere gibt mehr EP. Soll ich die suchen? Ja doch, du bist ja irgendwann immer dort. Dann lernst du ja auch, dass das Thema viel komplexer ist als anfangs gedacht. Das stimmt. Es gibt ja auch diese U-Kurve mit der Leistung im Endeffekt. Am Anfang hast du keine Ahnung. Und bist aber irgendwie gut. Dann lernst du mehr, wirst immer schlechter. Dann bist du auf dem absoluten Tiefpunkt deiner Leistung. Und dann lernst du noch mehr und wirst dann wieder besser. Und außerdem dieses Anfängerglück, das am Anfang immer dabei ist. Dann wird man schlechter und irgendwann wird man halt einfach wirklich gut in der Sache. Zumindest in Videospielen. Habe ich sehr häufig. Diese U-Kurve. Zum Beispiel, als ich damals das allererste Mal Tekken gespielt habe. Da wurde ich auf. Ja, da sind wir einfach zu einem nach Hause gefahren. Es gab irgendwie an dem Tag zwei Partys. Wir sind erst auf die eine.
Die war aber unglaublich langweilig. Dann sind wir zu einem gefahren aus der Gruppe, mit der wir unterwegs waren. Haben da dann ein paar Stunden Tekken gespielt bei ihm zu Hause. Ich habe noch nie Tekken vorher gespielt. Und habe einfach alle fertig gemacht. Und je mehr ich dann in dem Spiel war, desto schlechter wurde ich. Als ich mehr verstanden habe, was ich da eigentlich tue. Ungefähr so. Und später sind wir auch noch auf eine andere Party gegangen und haben uns hardcore abgeschossen. Ja, was man halt so macht mit 18, 19, ne? Auf Partys gehen und Tekken spielen. Oh Gott. Ja, die Zeit damals. Macht man halt mit 18, 19 nichts anderes. Außer Party und Tekken. Oh, das ist so langweilig. Also sogar ich finde das hier gerade langweilig. Ja, wirklich. Ne. So. Oh Gott. Hitdex voll machen, ey. Wer hat sich denn das überlegt? Ach, scheiße. Entwickel dich. Wir sind ja für ganz viele Entwicklungen. Naja, Leistung. Da meint man eher Leistung zur Selbstüberschätzung. Am Anfang hat man halt schnell hohe Selbsteinschätzung, wenn man denkt, dass man das alles gelernt hat. Dann geht man tiefer und tiefer rein. Das Selbstwertgefühl geht zu Boden und am Ende als Meister der Materie ist man dann nie so selbstbewusst wie die Leute, die nur das ganz Grobe gelernt haben. Ja, und das sind dann die Chefs immer. Alpollo, das Gas-Pokémon. Alpollo wartet in absoluter Finsternis auf seine Opfer. Es lauert ihnen auf und stellt ihnen nach. Das ist so viel cooler als Gengar. Ich bleib dabei. WG-Gammelabend. Mit Need for Speed Underground 2 auf dem Beamer mit dem Lenkrad. Oh. Oh, Need for Speed Underground 2. Das Beste. Actually, keine Ahnung, wann sich Mousehold entwickelt. Ich hab's noch für den Gamecube da. Nee, lern nix. Du entwickelst dich noch nicht mal! Jetzt guck mal, sich das Scheißvieh entwickelt oder was? 100. Level 25, bis Level 30. Im Kampf würde was? Wie im Kampf? Wie im Kampf. Ha? Ab Level 25 im Kampf. Moment. Zucht und Entwicklung. Nee. Bla, ja. Eine genaue Erklärung. Im Kampf. Was heißt im Kampf schon wieder? Musst du im Kampf ein Level Up haben? Oh. Na gut. Nein. So. So. Schön. Im Kampf. Famibs entwickelt sich nicht. Wie, was Famibs? Das ist doch ein Zwiebs. Ich habe ihn noch nie gesehen. Olivinio. Oliven-Pokémon. Es badet ausgiebig in der Sonne. Sind die Früchte auf seinem Kopf ausgereift, lässt es menschliche Ansiedlungen hinter sich und geht auf Reisen. Was Angst hat, dass wir reinbeißen. Okay. Das ist doch ein Zwiebs, was ich hab. Oder bist du schon... Da sind Zwiebs, das sind noch kein Farmiebs.
Zweeps wird zu Farmiebs. Ja, das ist ein Zweeps. Gibt keine Entwicklungssequenz. Das ist einfach irgendwann da. What? Das ist einfach irgendwann da. Das ist schön. Ist immer diesen Scream mit Nanu. Ja, ja, genau. Nanu? Plop. Ja, so ungefähr. Ah! Hätte ich das schon überlegt. Ein Foto, unser Stadavir. Nicht, dass ich jetzt irgendwie ab 34. Scheiße, du brauchst noch. Formato könnte aber schon. Oh Gott. Zwei. Fuck. Noch eins. So, auf nach McDonald's. Ich bin fertig angezogen. Klecks Mayo nicht vergessen. Yes. Scheiße, wann entwickelt sich Tomato? War was? 27? 26, genau. Dann noch ein Level. Hier ist ein M. Ein M&M für dich. Mann, eins zu früh. Du bist auch überraschend pelzig. Was Lance da anspricht, ist ein Tipp, den ich ihm mal gegeben habe. Den kann ich euch generell geben. Holt euch, wenn ihr bei McDonald's seid, Chicken Burger und holt euch zwei Chicken Burger, bestellt eine Mayo dazu und packt auf jeden der Chicken Burger, aber mit der Soße. Macht nicht ohne die Soße. Die Soße muss schon mit drauf. Ganz normale Chicken Burger. Und macht jeweils einen Klecks Mayo da drauf. So eine dieser Mayo-Packungen reicht so eigentlich für zwei Burger. Man kann es auch für drei machen, je nachdem, ob man viel oder weniger will. Das schmeckt unglaublich gut. Du hast ja diesen Burger normal. Unten, glaube ich, ist die Soße. Dann kommt das Fleisch. Und dann kommt eigentlich nur das Bun oben drauf. Und da oben drauf macht ihr dann noch die Mayo. Muah. Das ist so lecker. Das ist so lecker. Ein Hypno. Lance war unser Hypno im Gelbrun, ne? Hypno, das Hypnose-Pokémon. Oh, wow. Es hält immer ein Pendel, welches es in einem gleichmäßigen Rhythmus bewegt. Dies verursacht bei jedem in seiner Nähe Müdigkeit. Oh, war ich lange nicht mehr bei McDonald's. Same. Ich hätte mal wieder Bock auf sowohl KFC als auch Subway. Das sind so die besten eigentlich. Ah, okay. Blablabla. Oh boy. So. Okay, für Pflanze. Du musst noch. Toll. Ich könnte mal wieder, aber. Hallo, ich möchte eigentlich den Pokéskill aufrufen, danke. Was ist das denn jetzt Spiel? Voltilam. Nice. Ich mag die Voltilam weil sehr. Es ist einfach fucking cute. Oh, mein erstes war es sogar. Da hätte ich gerne Shiny von Voltilam. Das ist nämlich pink. Einfach ein pinkes Schaf. Wie in Minecraft. Das ist voll geil. So. Lilminip zu Dressella. Da weiß ich die Entwicklungsmethode nicht mal. Ja, mal gucken. Lilminip. Kriegst du dich normal? Sonnenstein. Ne, Sonnenstein anwenden außerhalb von Hisui. Ja, das machen wir später. Jetzt haben wir nicht. Du entwickelst dich durch Tausch. Spoink entwickelt sich durch Level Up. Ich meine, es nur Level Up, Viecher. Jetzt ein Chicken Teriyaki Sub mit Honig-Senf-Soße. Oh, wait, ich habe noch Lasagne. Überleitung, okay. Was suche ich? Ich habe mich von der Lasagne so ablenken. Das ist Spoink. Ja, das war gerade. Wie lange kann sich Dave etwas merken? Nein. So funktioniert mein Hirn aber immer. Das ist das Traurige daran. Obwohl, werde echt fett. Du hast Stresskompensation mit Essen. Kenn ich. Don't do it. Du bist auch eine Steinentwicklung. Savoloro ist irgendwie so kämpfen. Fun wie zu Dawn von das Level.
Ja, aber... Das hat auch was Schönes. Feinvieh. Oh, das ist kaputt gemacht. Das war alles weibliche. Schade. Schlimm, aber... Wäre witzig gewesen, wenn es zufällig aufgegangen wäre, dass alles männliche wären. Ich hätte jetzt auch Bock auf die Packung M&M's, die ich da noch habe. Die ich mir vorgestern gekauft habe, aber... Ich will euch nicht voll knuspern. Ich habe noch Cookies da. Ich habe nämlich, ich habe sogar zwei Packungen. Ich habe eine Packung originale M&M's und eine Fake-Packung. Die werde ich beide aufmachen und dann schön probieren. Weil die sehen sich sehr ähnlich. Da könnte ich mir vorstellen, dass das einfach wirklich originale M&M's sind, die halt einfach nur unter anderem Namen. Es gibt ja auch, dass die originalen Sachen unter anderem Namen unter einer Subfirma nochmal so verkauft werden. Da gibt es ja auch. Damit eine Marke so mit einem Produkt quasi den Markenmarkt und auch den Billigmarkt abdeckt. Das gibt's ja. Das ist ja kein Geheimnis. Und da könnte ich mir, weil die Packung halt auch schon super ähnlich aussieht, mir vorstellen, dass es in dem Fall der Fall ist. Man kann auch irgendwie auf den Nummern unten gucken. Die Herstellernummer, dieses eiförmige Symbol da, I don't know. Ja, mal gucken. Wenn ich dran denke, werde ich euch davon berichten. Ich muss das ja tun. Alternativ kann ich auch noch häufig meine Arme aufkratzen. Nee, lass das mal. Klingt eher ungünstig. Ungesund.